Servus zum nächsten YouTube-Video. Heute geht es darum, im heutigen Bodybuilding verschwenden zu viele die Zeit in falsche Prioritäten, will ich es jetzt einmal nennen. Also mir geht es ja darum, ums Optimale vom Wettkampf-Bodybuilder oder einen, der wo eine super Figur haben will, auf die Bühne zu bringen. Und ich habe immer mehr so den Eindruck, dass dann die Prioritäten falsch gesetzt werden. Also jetzt mal kurz Beispiel, ich sehe immer mehr Video, da geht es um Mobility, Stretching. Es ist alles wichtig, gar keine Frage. Nur wenn ich dann oft eine Bühnenpräsentation sehe von solchen Athleten, die mobilisieren und stretchen täglich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann sehe ich die auf der Bühne und die können nicht einmal vernünftig im Line-Up stehen, beziehungsweise was man immer mehr bei Profis sieht, die schaffen nicht einmal ihre Pflichtposen vernünftig zu stehen, muss ich mich doch fragen, wo da die Prioritäten sind und ob da nicht manche Dinge dann zu kurz kommen. Jeder hat natürlich einen begrenzten Rahmen an Zeit, außer natürlich, er verdient mit Bodybuilding sein Geld und ist Vollprofi, aber das sind ja die wenigsten und daher finde ich, muss man sich seine Zeit gut einteilen. Stretching, Mobility gehört alles dazu, bloß wie viel Zeit das man dann verwendet und ob man dann, wenn ich Bühnenathlet bin, nicht aufs falsche Pferd setzt, dafür möchte ich jetzt da mal einfach mal einen Denkanstoß geben. Wie gesagt, ich merke oft, gerade im Bodybuilding-Bereich, Classic Bodybuilding oder Classic Physik. Classic Physik geht es wieder mittlerweile, wenn man dann die Kühen sieht, da muss ich mal am Kopf langen und sagen, um Gottes Willen, das ist keine Kühe, das ist Pflichtposen aneinandergereiht zu irgendeiner Musik. Also das stimmt weder zu einer Musik, noch kann man das dann eine vernünftige Kür nennen. Also ich habe ja so mehrere Generationen, sage ich mal, Bodybuilding miterlebt, seit Mitte der 80er Jahre bis jetzt. Und deswegen glaube ich, kann ich mir da schon ein Urteil bilden, dass früher, also ich sage nicht, dass früher alles besser war, aber wenn man sich die Posingküren, die 80er, der 90er, 2000er anschaut und jetzt, glaube ich, da gibt es keine Diskussion, dass die Leute sich einfach viel mehr auf die Küren und auf die Präsentation fokussiert haben und vorbereitet haben. Für mich geht es schon los, wenn ich irgendwo in der Meisterschaft bin und die Leute können nicht mehr vernünftig im Line-Up stehen, beziehungsweise hampeln da rum und geht Kondition aus oder haben das einfach nicht geübt. Also wie gesagt, Posing ist A und O im Bodybuilding mit. Also das muss man sich mal verdeutlichen. Und das ist ein Präsentationssportart, deswegen übt es das. Ob ihr da ein bisschen mehr Mobility macht oder weniger, spielt auf der Bühne keine Rolle. Freilich sollte ihr ja Grundbeweglichkeit haben, auch Verletzungsprophylaxe ist mir alles klar, gehört auch im modernen Bodybuilding dazu. Nur ein Spagat hilft mir nicht, dann selbst Leute, die einen Spagat können, haben oft eine beschissene Kür. Also das hilft nichts. Also konzentriert euch doch bitte erst einmal auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist im Bodybuilding Training, Ernährung, Regeneration und Präsentation. Alles, was außen rum kommt, ist ein nice to have und schön, dass es das gibt, aber bitte nicht das Hauptaugenmerk drauf ist. So wie gesagt, mir kommt es zur Zeit so ein bisschen vor, dass Stretching, Mobility und Supplemente mittlerweile schon bald wichtiger sind wie ein Training, eine vernünftige Ernährung und vor allem das Posing üben. Übt es. Also ich kann da bloß von mir ausgehen. Zu mir hat einmal der Elsa Hartmann-Bruck gesagt, das wird wahrscheinlich vielen nichts mehr sagen. Ich müsste lügen, ich glaube, der war ein neunfacher Weltmeister, der hat mal bei uns in der Gegend gewohnt. Und der hat gesagt, weißt du Thomas, es gewinnt nicht immer der Beste auf der Bühne, sondern der, wo sich am besten verkauft und sich am besten darstellt. Und ich weiß nicht, der Satz hat sich bei mir eingebrannt. Und bei mir war ja auch, ich bin ja auch super Schwergewichtler und habe aber nie die Muskeln gehabt wie andere. Aber ich weiß immer, dass meine Präsentation hundertprozentig war. Und das, ich habe für mich immer festgestellt, okay, Muskeln kann man nie genug haben. Und ich bin kein Typ, der unendlich Muskeln aufbaut. Also muss ich schauen, dass die Form passt und
wo die anderen teilweise faule Hunde waren in der Präsentation. Wobei ich muss sagen, ich bin ja auch noch in einer Generation groß geworden, wo er mehr aufs Posing Wert gelegt ist. So teilweise hat sogar die Posing-Kür einen Großteil der Wertungspunkte ausgemacht. Das ist ja heute nicht mehr, was ich auch sehr schade finde, weil so schauen auch die Posings aus. Aber bitteschön, übt doch euer Posing, Leute. Also wie gesagt, da wird in der Früh eine halbe Stunde für Mobility und Stretching verwandt. Und dann, wenn ich die Leute frage, und wie oft übst du Posing? Naja, in der Vorbereitung mal. Nein, das gehört öfters geübt. Allein schon das Line-Up-Stehen, das ist eine Kunst für sich. Wenn ich da mal, freilich, wenn ich jetzt heutzutage teilweise Meisterschaften sehe und da sind bloß ein paar Leute drum, dann muss man das vielleicht nicht groß üben. Aber wenn ich mal international starte oder mal 15, 20 Leute sind, dann muss ich einfach mal eine halbe Stunde im Line-Up stehen können, ohne mit der Wimper zum Zucken. Und das übt doch. Oder auch die Präsentation. Wie gesagt, ihr reißt euch das ganze Jahr im Arsch und drauf im Training und dann stimmt die Präsentation nicht. Wie gesagt, das einfach mal alles überdenken und schauen, setze ich die Prioritäten richtig? Ist das, was ich mache, bringt mich das weiter? Freilich Stretching, Mobility zu einem gewissen Maße, aber früher hat man das überhaupt nicht gemacht und die Leute sind auch gut geworden. Freilich ist vom gesundheitlichen Aspekt gar keine Frage nicht, Verletzungsprophylaxe und so auch okay, aber wie gesagt, nicht zu viel in diese Richtung denken. Genauso wenig wie mit den Supplementen. Manche verkünsteln sich mit dem Supplement. Ich erlebe sogar, dass Leute, wenn es keinen Booster, ob es jetzt Pump Booster ist oder mit Stimulantien, wenn die den vor dem Training nicht gehabt haben, dann fahren die wieder heim. Also Leute, bitte, deswegen kann man doch trainieren. Und da weiß ich doch, wo die Prioritäten sind. Deswegen kann ich mir im Training, also der beste Booster, was man haben kann, ist Motivation. Und wenn man motiviert ist, dann braucht man das Ding nicht. Dann kann man auch ohne trainieren. Also wie gesagt, ich finde Pump Booster auch gut, auch mal mit Stimulantien, wenn man schlecht drauf ist oder mal vielleicht wenig geschlafen hat. Aber bitte, es ist nicht das A und O. Wie gesagt, das Wichtigste im Bodybuilding, ich habe es zuerst schon erwähnt, ist Training, Ernährung. Schaut, dass ihr euch vernünftig regeneriert. Und zu guter Letzt, die Präsentation muss passen und das nicht nur in der Vorbereitung, übt es jeden Tag. Also meine Routine hat persönlich so ausgeschaut, ich habe in der Früh eine halbe Stunde Cardio gemacht und habe dann meistens nur 20 Minuten, eine halbe Stunde die Präsentation geübt und dann nach dem Training nochmal mit meinem Trainingspartner die Pflichtposen einfach dreimal durchgemacht, also wirklich bewusst nach dem Training, wo ich sowieso schon am Ende war, dass man dann noch eins draufsetzt, dann habe ich gewusst, wenn ich das gut mache, dann bin ich auch für Stage ready. Weil nur mal einmal die Pflichtposen so mal ein bisschen durchmachen, das zählt nicht. Das muss schon an der Grenze gehen, wo man dann weiß, wenn ich wirklich dehydriert oder kaputt bin auf der Bühne, in dem Ausnahmezustand mit Scheinwerfer und so, dann muss das funktionieren und nicht, wenn ich voll geladen im Studio bin und voll gefressen. Also wie gesagt, immer schauen, dass dir wirklich ans Limit geht. Auch ein drüber schauen, dass wirklich die Beine angespannt sind, der Arsch und nicht das. Ich habe es einmal am Tag alleine geübt und dann wirklich immer jeden Tag mit meinem Trainingspartner. Danke nochmal, Bene, auf alle Fälle, dass du da früher immer so viel Zeit genommen hast und dann jeden Tag mit dem Trainingspartner drüber schauen lassen und kontrollieren lassen. Gell? So, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch einfach mal einen kleinen Denkanstoß gegeben. Um mehr hätte es nicht gehen sollen in dem Training, aber macht euch mal Gedanken, wenn ihr auf die Bühne gehen wollt, die Zeit, wo ihr investiert, ist es die richtige und bringt euch das letztendlich am Ziel weiter oder ist es nur teilweise Humbug, wo man sagt, okay, eigentlich bringt mir das nichts. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, teilt das Video gern. Über Abo freue ich mich natürlich auch und bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Ciao, Servus.